Es ist soweit. Computer sind tatsächlich in der Lage, Verbrecher zu finden. Zwar nicht im Vorhinein wie beim Minority Report, obwohl, naja, aber immerhin nach der Tat bzw. den Taten. In den USA bleibt zurzeit tatsächlich jeder zweite Mord ungeklärt. Geht gar nicht, hat sich ein amerikanischer Journalist gedacht und hat einen Algorithmus konzipiert, mit dem sich ungeklärte Verbrechen aufklären lassen. Mit Erfolg. Und in Deutschland, da werden Algorithmen genutzt, sogar um Verbrechen vorherzusagen. Also da wären wir dann doch bei Minority Report. Wie das genau funktioniert und was ein Algorithmus alles über Verbrecher weiß, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Und zum Schluss habe ich noch eine ganz besondere Überraschung. In Deutschland wird das Predictive Policing genannt. Gemeint ist damit Polizeiarbeit, die auf Computervorhersagen basiert. Minority Report lässt grüßen. In Bayern und Baden-Württemberg beispielsweise laufen dazu Pilotprojekte. Eine Software in Deutschland entwickelt, sagt voraus, wo Einbrecher demnächst zuschlagen werden. Das Ganze basiert auf der Annahme, dass Täter und Täterinnen natürlich auch nach Mustern arbeiten, dass sie beispielsweise Orte bevorzugen, an denen es gute Fluchtmöglichkeiten gibt, oder aber dass sie in erfolgreiche Gebiete zurückkehren und wieder zuschlagen. Genau das sagt die Software voraus, und wenn sie sich zumindest 70% sicher ist, schlägt sie Alarm. Dann werden Polizisten und natürlich Polizistinnen an diesen Ort geschickt. Vielleicht ist das die Polizeiarbeit der Zukunft. In den USA hat sich der amerikanische Journalist Thomas Hargrove eigenständig eine ähnliche Software gebastelt. Angestachelt und motiviert wurde er durch den sogenannten Seattle River Killer. Dieser Serienmörder hat 48 Frauen auf dem Gewissen. Ein Foto des Killers an seinem Schreibtisch erinnert ihn immer wieder an die Dringlichkeit seiner Idee. Mit Hilfe eines Algorithmus Verbrecher jagen. Eigentlich war Thomas Hargrove Polizeireporter und hat auch immer mal wieder aus dem Weißen Haus berichtet, aber die zahlreichen ungeklärten Morde in den USA, die ließen ihm einfach keine Ruhe. Und somit fing er tatsächlich an, das größte Mordfallarchiv der USA anzulegen. Mehr als 750.000 Mordfälle hat er hier archiviert und übertrumpft damit sogar das FBI, dessen Archive tatsächlich 27.000 Mordfälle weniger zählen. Hinzu kommt, in den USA gibt es keine nationalen Datenbanken, dagegen stehen etwa 220.000 ungelöste Mordfälle. Dazu Hargrove in einem Interview: Die einzige Möglichkeit herauszufinden, dass zwei Morde zusammenhängen, ist, dass sich zwei Ermittler zufällig in der Kantine treffen und ihre Fälle vergleichen. Seine konkrete Idee, die Entwicklung einer Software, die Gemeinsamkeiten der Verbrechen identifiziert. Wie wurde das Opfer getötet? Wo wurde das Verbrechen begangen? Und um welche Opfer handelt es sich? Alle Infos zu den Morden der letzten drei Jahrzehnte wurden ins Archiv aufgenommen und das Computerprogramm machte sich an die Arbeit, nach möglichen Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Mordfälle zu suchen. Und es hat tatsächlich geklappt. Der Software war beispielsweise aufgefallen, dass es in Indiana 15 ungeklärte Todesfälle gab, und zwar mit frappierenden Gemeinsamkeiten. Die Opfer, allesamt Frauen, wurden erwürgt und in verlassenen Häusern aufgefunden. Doch die Polizei dort ignorierte die Hinweise von Thomas Hargrove, ein Serienmörder im eigenen Bezirk, undenkbar. Doch der ehemalige Journalist war hartnäckig. Zudem passierten weitere 7 Morde. Auch diese Opfer wurden erwürgt. Erst dann handelte die Polizei. Mittlerweile sitzt der Killer hinter Gittern und hat weitere 6 Morde gestanden. Das Fatale, auch diese Morde waren bis dahin von der Polizei nicht als Morde erkannt worden. Tatsächlich ein großes Problem in den USA. 5000 Menschen töten dort pro Jahr, ohne dass sie dafür bestraft werden. Und die Aufklärungsquote sinkt sogar. In Deutschland sieht die Statistik etwas anders aus. Zumindest sagen das die offiziellen Zahlen der Polizei. Demnach werden hier mehr als 90% der Morde aufgeklärt. Es gibt allerdings auch Kritiker, die diese hohe Erfolgsquote in Frage stellen. Das Wissen von Hargroves Datenbank zu Serienkillern jedenfalls ist gigantisch. Die Morde werden demnach 10-mal häufiger von Männern als von Frauen begangen. Die Täter sind meistens nicht sehr intelligent und die Opfer sind in mehr als 70% der Fälle weiblich und zwischen 20 und 50 Jahren alt. Spannend auch die folgenden Facts: Rechtshänder fliehen meistens in die linke Richtung, werfen Spuren, die sie belasten könnten, allerdings eher nach rechts. Thomas Hargrove hat es also tatsächlich geschafft, Computern beizubringen, Serienmörder zu enttarnen.
Wow. Daran beteiligt ist auch seine gemeinnützige Organisation Murder Accountability Project, MAP. Mittlerweile hat der ehemalige Journalist ein gewisses Standing. Einen neuen Hinweis an die Polizei in Cleveland nahmen die Behörden tatsächlich sehr ernst und haben eine Sondereinheit abgestellt. Denn Thomas Hargrove hat mithilfe seiner Datenbank Indizien entdeckt, dass dort womöglich ein Serienkiller sein Unwesen treibt und mittlerweile bereits 60 Frauen auf dem Gewissen hat. Und der Algorithmus kann noch mehr. Er hat eine wirklich verblüffende Erkenntnis ans Tageslicht gebracht. Demnach starten viele zukünftige Mörder ihre Karriere als Brandstifter. Thomas Hargrove sucht also mittlerweile auch nach Brandstiftern und er ist nicht mehr allein. Mittlerweile haben sich zahlreiche Hobbydetektive angeschlossen, die seine Datenbank nutzen, um Serienmörder zu enttarnen. Und das ist genau das, was Hargrove wollte. Zitate: Wir freuen uns, dass wir eine Online-Version zur Verfügung stellen können. Wir hoffen sehr, dass Polizeidetektive und auch die Öffentlichkeit es nutzen werden, um potenzielle Gefahren zu identifizieren. Ja, und jetzt gibt es was ganz Besonderes. 10 Jahre Klicksum. Und da habe ich mir gesagt, dieses Jahr könnt ihr auf jeden Fall mal persönlich zu mir Kontakt aufnehmen, und zwar alle, und das wird gehen mit WhatsApp. Meldet euch bei WhatsApp an, dann erfahrt ihr als Erste von den neuesten Videos garantiert und ihr könnt direkt mit mir chatten und Themenvorschläge machen oder andere Ideen vorschlagen, der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken, probiert es mal aus und hier geht's weiter mit dafür draufklicken. Asteroiden bedrohen die Erde jederzeit und auch nicht vergessen natürlich zu abonnieren und ansonsten bis dann. Bleibt dran. Ich freue mich auf zahlreiche Anmeldungen.